Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe hier ein etwas improvisiertes Video heute für euch, in dem ich eure Kommentare beantworte, weil ich bald Prüfungen habe von meinem Studium und extrem geile große Videoprojekte geplant habe, aber ich kann die eben zeitig gerade einfach nicht umsetzen und deswegen kommt dieser kleine Lückenfüller, der euch aber hoffentlich auch gefällt. Also los geht's. Und zwar richtet sich der erste Kommentar an das letzte Video von mir über das Huawei P9 Lite, was natürlich nicht ganz im Interesse von Huawei war. Deswegen schrieb Stefan, jetzt bist du auf der Blacklist von Huawei. Und nein, bin ich zum Glück nicht. Huawei hat mich tatsächlich sogar persönlich angeschrieben und gesagt, okay, schade, dass dir das Handy nicht gefallen hat. Kannst du uns vielleicht sagen, warum? Und dann können wir das ja nächstes Mal besser machen. Ich habe ihnen gesagt, was mich stört und ich hoffe einfach mal, sie ändern es. Und dann werdet ihr dann noch in Zukunft Videos zu Huawei-Handys sehen. Nehm mal meinen Kommentar einfach so ins nächste Video. Okay, das hier richtet sich an das MacBook-Video. Fakt bleibt, Apple ist gut und überteuert. Wer Apple kauft, kann nicht mit Geld umgehen. Das würde ich so nicht sagen. Apple-Geräte sind extrem teuer und ich selbst halte mich deswegen auch sehr zurück, mir ein iPhone zu kaufen oder es jedem zu empfehlen. Allerdings bekommt man auch immer wahnsinnig viel Geld für ein Gerät wieder, wenn es halt nicht kaputt geht. Also mein iMac damals hatte 1.100 € gekostet und ich habe ihn für 800 € nach 3 Jahren verkauft bekommen. War natürlich auch ein extrem gutes Angebot, aber ihr seht einfach, der Preis hängt auch immer ein bisschen Wiederverkauf zusammen. Ich liebe sie. Danke Ihnen. TechnikLike schreibt ebenfalls wegen dem MacBook-Video, echt geiles Video, aber der Ton ist asynchron. Ja, das Problem hatte ich in letzter Zeit öfter. Ich hoffe, ich habe es heute nicht. Im MacBook-Video waren tatsächlich 2 Szenen nicht synchron. Das liegt einfach damit zusammen, dass, keine Ahnung, es mir das immer ein bisschen verzieht, wenn ich den Clip drunter lege und das als zusammengefügten Clip in Final Cut mache. Ich hoffe, ich habe es in Zukunft im Griff und ihr könnt mir das verzeihen, aber das ist in letzter Zeit tatsächlich ein kleines Problem und ich hoffe, ich kann es beheben. Gutes Video, aber warum ein Lochi-Shirt? Das richtet sich natürlich an das OnePlus 3 Unboxing, wo ich dieses Handy mit verbundenen Augen ausgepackt hatte. Das war dann Lochi-Shirt. Ich dachte eigentlich, es ist extrem witzig, weil die meisten Leute wissen, dass ich kein großer Lochi-Fan bin. Aber okay, dann kam das eben nicht so an. Tut mir leid, falls manche gedacht haben, ich mache da irgendwie Werbung oder so. Mache ich natürlich nicht. Ich mag tatsächlich nur ein Lied von denen und das ist Ich bin blank, weil ich mich damit sehr gut identifizieren kann als Student. Egal was ist, kauft euch an OnePlus 3. Das stimmt. Also wenn ihr ein High-End-Handy wollt, kauft euch das OnePlus 3. Wenn ihr ein günstiges Handy wollt, kauft euch das OnePlus 3. Wenn ihr edle Smartphones mögt, kauft euch das OnePlus 3. Also wirklich, das OnePlus 3 ist ein richtig geiles Gerät und dazu kommt auch bald mein Review, das auch sehr aufwendig wird, weswegen ich leider dieses Video ja zwischen reinschieben muss, aber ich denke, ihr versteht es. Gibt's das auch in Rosé Gold? Said no one ever. Da fährt man an den verlassensten Ort der Welt und hier fährt jemand mit dem Auto rum. Okay. Smartphone-Kameras sind einfach scheiße per Definition, schreibt Patrick oder Patrice. Das stimmt nicht. Ich habe euch unten mal ein Instagram-Profil verlinkt von einem Freund von mir. Und da seht ihr einfach, dass man mit einem Smartphone verdammt geile Bilder machen kann, wenn man weiß wie. Natürlich ist ein Smartphone sehr eingeschränkt. Aber das heißt nicht, dass man damit nur schlechte Bilder machen kann. Also es ist nicht so, dass ein Smartphone wie eine DSLR wäre. Aber es kann auf jeden Fall gute Bilder machen, wenn man weiß wie. Warum machen 16-Jährige einen YouTube-Channel? Warum machen sie nicht was Sinnvolles und sammeln Erfahrungen vom Leben? Ich persönlich habe mit 14 oder 15 Videos angefangen auf YouTube zu machen. Hat mir, finde ich, nicht geschadet. Tatsächlich studiere ich jetzt deswegen Film. Der Kommentar war unter dem Video mit den Smartphones, die wir nutzen. Da hat ja auch Dominik mitgemacht und der ist eben 16. Und ganz ehrlich, wenn man mit 16 einen YouTube-Kanal machen will, dann soll man mit 16 einen YouTube-Kanal machen. Man sammelt nämlich auch da Erfahrung, aber halt eine andere Erfahrung. Du bekommst das alles umsonst, ne? Das ist ein sehr häufiger Kommentar, weil die Leute natürlich sehen, okay, du hast das getestet, du hast jenes getestet, du besitzt dieses und jenes. Ich bekomme tatsächlich einige Sachen umsonst. Ist einfach so. Weil ich sie teste, das kostenlose Werbung ist, auch wenn ich die Sachen negativ bewerte, ist es halt trotzdem eine Art von Werbung. Und deswegen bekomme ich manche Sachen kostenlos. Dieses Handy habe ich mir gekauft, meinen Schreibtisch habe ich tatsächlich von der Firma zur Verfügung gestellt bekommen. Das Galaxy S7 hatte ich leihweise, also die seltensten Sachen darf ich behalten. Wenn ich es behalten darf, bin ich mir umso dankbarer. Aber die meisten Sachen kaufe ich mir eigentlich selbst oder bekomme sie einfach nur geliehen. Ich habe eine Frage. Kann es sein, dass du am 21.06.2016 im Europapark warst? Bla bla bla. Ja, war ich. Und du hast mich gesehen und hast mich nicht angesprochen. Schäm dich. Es ist einfach so, wenn ihr mich irgendwo seht und es haben schon einige von euch gemacht, was ich echt cool fand, sprecht mich einfach an. Wir können Bilder zusammen machen, ihr könnt ein Autogramm haben, wir können einfach eine Runde quatschen. Ich finde es immer richtig cool, Abonnenten zu treffen. Also tut euch echt keinen Zwang an und sprecht mich an. Und das war's mit dem Video hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es eben mal was anderes war. Mal wieder so ein Frage-Antwort-Video. Und ja,
drückt mir die Daumen in der Prüfungsphase, damit das alles gut geht und dann seht ihr in Zukunft einige coole Videos. Macht's gut, bis dahin. Ciao.